Shoot my balls! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer Runde Nuke. Ich dachte eben noch beim Suchen, soll ich Nuke im Pool drin lassen? Ja, passt schon. Komm, was soll der Geiz? Hey, Monsieur. Immerhin sind wir auf T. Das ist schon mal gut. Also wenn ich Nuke spiele, spiele ich T viel, viel lieber erstmal, weil es meiner Meinung nach nach wie vor ultra schwer ist. Und wenn man dann da schon ein paar Runden holt, dann fühlt man sich bei CT einfach direkt besser. Sehr gut. Wir haben schon mal zwei Leute mit mir, drei, die sprechen. Und alle befolgen auch den Plan. Das heißt, es wird eigentlich ein easy win. Oh, wenn er jetzt schnell plantet, der Blaue, dann sieht es... Oh, er fast verreckt. Beides sind außen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Play, bitteschön? Ja, nice. Oh mein Gott, nice. War sehr gut. Und jetzt zurück. Perfekte Verarschung. Und jetzt wieder hin. Oh mein Gott. Die Bombe liegt aber nicht für ihn, ne? Da liegt halt, da ist jetzt irgendwas davor. That's right. Leute, der Stream war gestern der Hammer. Es hat so Spaß gemacht, Hide and I. Vor allem halt Realm Royal war es... Ich weiß nicht warum, aber mir macht das Spiel so viel Spaß. Ich kann es nicht erklären, warum. Rush again? Outside, okay. Nein, ich renne auch noch voll rein. Muss das sein? Ja, das Stream war wieder richtig schön. Wir haben auch schön lang gemacht, ne? Bis um 3. Das war schon ordentlich. Okay, wir versuchen Outside zu gehen. Let's do this. Ich gehe auch... jetzt wenn alle hochgehen, gehe ich nicht hoch. Ich warte aber kurz die Nate ab. Ihr Säcke. Kommt da doch keiner? Oh, ich war genau auf dem Kopf. Oh Gott. Hab aber nicht abgedrückt. Oh, ich hätte nur auf den Mate warten müssen. Oh, dein Boot, eine Anna. Ich habe ein Boot. Die dicke Anna. Wer kennt's noch, das Lied, hä? Krass, Mann. Das ist doch schon 15 Jahre alt oder sowas. Ach ja, und herzlich willkommen hier an alle, die gerade am Giveaway teilnehmen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr einschaltet, dass ihr so aktiv seid und so weiter und so fort. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja so sehr, dass er sich sagt, komm, na gut, ihr öfter rein, das passt schon. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle für die ganzen Daumen nach oben. Und das Main. Es ist einfach so krass. Wenn ich es erwähne, hasselt ihr so rein. Above. Ah! Above, dude! Alter, he's above me. Nein! Anna drückt mir jedes Mal an diesen Shot. Nein, bitte, Jungs, verliert jetzt nicht. Ich hoffe, das wäre so geil, wenn wir die Runde gewinnen würden. Ah, scheiße. Ja, der Diffuse jetzt schon durch. Oh, oh. Go, 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 go. Fuck. Aber wir kommen schon langsam mal sie ran. Übrigens, Mad Mike, nochmal vielen Dank, gell, für die AK. Sickes Teil. Sickes, versteht ihr? Anarchie. Anarchie. So ein geiles Gerät, Alter. Valerio. Super, Mann. Und da ist kein Fenster mehr drin. Das ist so dumm, dass sie dieses Fenster entfernt haben. Aha. Behind, behind. Oh mein Gott. Oh, sorry, Blue. Sorry, sorry. Ich dachte, behind ist einer. Jetzt habe ich Blue voll die Franz ge... Nice, let's go, B. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, vielen, vielen Dank für die Daumen, Leute. Das ist echt herrlich. Und erstaunlich jedes Mal, wie, was das für einen Unterschied macht, wenn ich es erwähne. Mit diesen Daumen halt, Bewertungen und Lirum Larum. Wenn's... Ach, der ist ja nicht mehr da. Jetzt für den Fall ist es natürlich nicht schlecht, dass der Vent hier weg ist. Aber an sich ist es räudig. Das ist so dumm. Little door. Sunspot. Nice. Wir sind echt krass koordinierend. Jetzt habe ich den Ohrwurm des Grauens. Die dicke Anna, Anna sitzt im Boot. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied geht. Das war noch so zu Jamba-Sparabo-Zeiten, glaube ich, die Geschichte. Oder kurz darauf. Also das gab es, glaube ich, doch, es gab es bestimmt auch fürs Handy. Hol dir heute deinen neuen Klingelton in Polyphony, Polymono, Gam. Outside Rush. Ha! Oh mein Gott, Walter, wie ich ihn vereitelt habe. Da ist noch einer. Ich sag mal so, als Carryboy fühlst du dich natürlich schon unter Druck gesetzt. Logisch, klar, wenn du die ganze Wucht des Spiels auf deinen Schultern austrägst. Aber, Rush Ramp. Everyone, Rush Ramp. Gut. Ja, wir sind doch da, wir sind doch da. Weißt du, der ist hinten dran. Go, 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 sagt er. North 4. Cover me, please. I'm planted in smoke. Akte weiter in der Bomb. Oh Gott, hab ich mich erschreckt, Alter. Sorry. Ich weiß nicht, wo die Boys sind, Mann. Ich erschreck so arg. Ich habe jetzt schon zweimal Team Attack gemacht. Press low. Er ist bestimmt da drüben. Hey, he's saving his outside. Ja, sorry. Egal, wir haben eh genug Cash. Passt schon. Es rennt, Mann. Die Boys sind wieder krass drauf, ey. Also ich muss sagen, mein Aiming ist auch gerade ziemlich ambitiös, ganz klar, auf jeden Fall. Logisch, aber... Ja. Main one. Ah, shit, Mann. Ich hätte mit denen runtergehen sollen, mit Purple und Blau. Naja. Ach, ist das schön. Ach ja, und natürlich auch noch vielen Dank für eure Action bei dem Podcast. Ich habe gesehen, ihr habt ultra viel kommentiert. Ich muss da noch reingucken. Ich habe noch keine Zeit gehabt, weil ja gestern dann direkt der Stream war. Und mittlerweile haben sich bestimmt noch mehr Kommentare angesammelt. Aber ich freue mich. Ich freue mich ultra. Ihr wisst ja, ich antworte auf jeden Kommentar. Und auch da werde ich ordentlich reinhasseln. Au, Flash. Warum sage ich auch bei einer Flash? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich dumm bin?
Outside is down. Wow, wow, wow. 2 HP. Da habe ich aber ein bisschen reingeluxert hier. Hm? Ein Purple. Go with us. Outside one. Ah, ich bin dann geflasht. Bitte, Leute. Hopp. Blau hat mich jetzt gerade eben geflasht. Da hätte ich den noch killen können, der da rumsteht. Also vielleicht. Ich hätte ihn zumindest gesehen. Ich hätte 2 HP. Klar, der muss mich nur anfurzen und ich bin weg. Aber trotzdem. 2 gegen 3 können sie eigentlich easy machen, ne? Quiet, quiet. Komm, geht auf A. Das macht ihr. Guck mal, wie er da steht. Willst du auch da hochgehen? Oh, er ist voll gesteppt. Wie so ein dickes Schwein ist er gesteppt. Leute, da müsst ihr aber echt schnell drauf, ne? So. Schnell auf den Plan. Der Mate muss direkt... Alter, grün. Naja, läuft. Die sind gut. Die sind echt... Also da habe ich wieder ein richtig bombiges Team am Start. Wenn es so immer wäre, Leute. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ja, glaube ich, das ist klar. Da fällt mir ein, gestern war, glaube ich, auch ein dicker Sieg, den wir geholt haben. Im Stream, auf dem High Game. Also mit meinem Main-Account. Und im Stream davor auch. Ah, nee, da haben wir Lust gehabt, wo Oreo mich noch verarscht hat. Ich wäre gedown. Oreo, du altes Schlitzohr. Ach ja, und ihr habt euch ja extra diese ein bisschen breitere Facecam gewünscht. Ich habe jetzt weiter rausgezoomt und jetzt sieht man auch meine Schultern. Ich hoffe, das ist jetzt so genehm. Oh shit, mein Purple kriegt so auf die Nase. Oh, das sind sau viele. Nein. Under. He's coming from under. He's going secret now. Mist. Behind könnte einer kommen hier bei grün. Ja, behind. Manchmal kommt es mir so vor, als hätten diese Leute nicht dieses Feeling, das man hat, wenn man... Man hat diese Intuition, dass von hinten halt einfach dann gleich was kommen sollte oder wird, ne? So, Leute, jetzt schreise ich gleich meine Flashbang hier. Ja, oh, nice. Nice, let's go B. Okay, let's go A. Ja. War doch klar, oder? Dass mir das da passiert. Aber gut, Leute. Wenn ich ganz oben stehe, kann ich sowas auch erstmal verkraften. An der Seite! Junge! Alter, schon wieder, sorry. Meine Reflexe sind einfach... jetzt werde ich hier gleich gefickt, ne? Main one, he's tagged. Und den nächsten Assi. Under. Nice! So, jetzt muss ich aber echt mal aufhören mit dem ganzen Team-Attack, Alter, nein. I'm smoking for bump. You can plant blue. In smoke. Blue, you get the bump. Blue. You can plant now, blue. Jawohl, hihi. Oh fuck. Noch einer! Oh nice, danke, Mate. Um Gottes Willen, was ein Timing. Aber diesmal war das Heimweg auf unserer Seite, mein Freund. So, gerettet. Mate! Alter, wie wir reinhasseln. So nicht anders. Ja? Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Genau, eure Aktivität, wie ihr euch auch interessiert einfach für diese Themen, wie ihr euch da reinarbeitet und eben auch kommentiert, das ist geil. Es freut mich einfach ultramäßig. Also gerade bei Podcast, das ist ja auch sehr erwünscht von mir, ne? Meine Haare sind gerade ganz weich, deswegen liegen die da rum. Ich lasse es jetzt mal kurz so. Auch wenn ich jetzt aussehe wie total hübsch, aber egal. Ich sehe ungern hübsch aus, sonst rasten die Girls immer so aus, man. Und dann kriege ich so viel Fanpost, ne? Mal schauen, wie ist das? Da ist 100 pro einer. Don't block, go, guys! Cover me, please. Alter, bin ich behindert eigentlich? 1B. I'm going A. 1 is on B, I'm going A. Alter! Uff. Könnt ihr mir bitte sagen, wo ihr seid, ihr Dödel? Lasst uns auf B gehen. Der andere schreit, A ist frei. Ich gehe auf B, unten steht ein Feind und nudelt mich an. Ja, einer ist halt da unten und dödelt rum. Ich geh jetzt außen rum. Der andere kommt Vents hoch. Der ist ja unten schon zum Vent gelaufen. Nice! Ich hab ein Boot. Ich hab die Futzel dabei. Lass es gut sein, Jungs. Ich hab 2 natürlich wieder down gehalft, ne? Warum auch nicht? So, 2 gegen 3. Einer ist, wie gesagt, sehr half. So, Timon. Oh nein, was für ein, Scheiß. Hat er ihn nicht gehört. Ah, er dachte, das ist ein Purple, weil Purple direkt hinter ihm war. Kann man nachvollziehen. Wir haben einen ordentlichen Vorsprung und das ist eine Ultra-City-Map. Also ich kenne keine Map, die City-lastiger ist wie Nuke. Und mit dem Team sollte das eigentlich easy drin sein, dass wir spätestens sobald wir kaufen können, dass sie an uns zerschellen. Ich gehe komplett zurück und gehe runter. Oh, scheiße. Nein. Ah, ich war zu spät, er hat mich gesehen. Ich hätte früher da runtergehen sollen. Das wäre easy das Ace geworden. Aber so, ganz vergesse. Also, die hat man doch gehört. Sag mal, haben die kein Headset auf? A-Stack machen wir jetzt. An A-Stack Arena. Jungs, wollt ihr den nicht auch auf die schießen? What the fuck? Da liegt eine Wumme. Die gehört mir. Nice! Fuck. So, Marty, hast du gekauft oder was, du Vogel? Das ist doch jetzt ein Scherz, heute ist es die Kaufrunde, wir müssen jetzt ran, sonst wird es langsam schwierig. Wegen solchen Leuten kann es halt dann bei City nicht klappen, weil da ist es wirklich wichtig, dass jeder auf seiner Pose auch wirklich gut deckt und eben eine gute Waffe hat. Nein, schon ist er down. Klar ist der Outside down, mit seiner kleinen MP gegen, was weiß ich, gegen AKs.
Nice, Orange hat einen gekillt. One still in front of ramp. One is radio. Ich gehe jetzt durch, der wird jetzt nicht hierher kommen, oder? Sehr schön, genauso meine ich das, wenn jeder einfach an seiner Posi steht und sie fest deckt, also wirklich gescheit, nicht irgendwie rumdödelt oder so. Oder nur eine MP hat, obwohl er draußen auf dem Snipe, also AWP-Spot steht, dann ist es schon machbar. Also wenn das ganze Team gut ausgerüstet ist, dann kann es Lava. Nice. Play slow, guys. Okay, die sind gerade ziemlich outside-lastig, die Jungs, aber sollen sie ruhig bleiben, war eine gute Entscheidung. Ja, sehr gut, noch einer down. Flash mich erstmal selbst, okay, warum nicht? Merkt ihr das, wie wir stehen und die einkesseln? Die haben no fucking chance. I'm behind him. So, der 5 Leute alive. Boom. Alle T's tot. Alter, wie Timon auf einmal abgeht. What the fuck? Nasty. Pretty nasty. Ich will einfach wieder auf die 50 Punkte kommen. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden für die Runde. Und vor allem habe ich hier für euch wieder einiges Schönes machen können. Ja. Nice. Bombe down. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es ist einfach die City-Map, wenn du gut stehst. Die Hardcore-City-Map. Aber jetzt kommt auch ihr Full-Buy. Also erstmal langsam mit den jungen Pferden. Gegen Eco-Rounds kann man natürlich easy solche Sachen klatschen. Deswegen jetzt schön defensiv hier rumstehen. Was? Er drückt mich weg, he's low. Meine Nate ist nicht weit genug geflogen. Alter, Orange, die sind hinter dir. Bitte, hallo? Da ist er down. Ich glaube, man hört mich in-game wieder nicht mehr. Ich habe vorhin kurz das Ding hier wieder rausgekloppt, vor lauter, lauter. Jetzt hören die mich nicht callen. Das ist jetzt echt dumm. Gerade jetzt so auf den letzten paar Metern. Sehr schön. Jawohl, jawohl, optimal. Einfach Rückzug, die müssen ja eh kommen. Sehr schön. Es ist ja eher selten, dass ich in der ersten Hälfte des Spiels ganz gut reinhustle und gar nichts mehr drücke. Aber naja, so ist es halt. Oh Gott, ich mach mir irgendeine Scheiße auf. Bomb down. Was, wo ist Side? Der ist doch... Ich wollte gerade sagen, verarscht er mich gerade? Ich will ja noch auf die letzten paar Meter ein paar Punkte machen. Kommt, ich muss auf die 50 kommen, bitte. Scheiße. Das wäre ein gutes Spiel, wenn es ein 16-8 wäre. Da will man zumindest Elo-Punkten-mäßig schon gut raufgestuft werden. Ey, es ist doch Wahnsinn, wo das Leute spielen front of ramp. Es sind schon kleine Kackboys hier. Naja. Einfach noch eine gemütliche Runde reinhauen hier. Kommt, Jungs. Sie dürfen nicht auf die 10 Runden kommen. Ah, beides gemollied. Dumm. Oh, outside ist down. Nein. Ey, es reißen sonst gerade ein. In front of ramp. One more main. Huh. Wee-wu, ja? Sehr gut. Der eine ist schon mal weg. Ach, Mate. Schon wieder rennt er mir voll durch. Warum? Also, es war jetzt das zweite oder dritte Mal, dass mich hier. Na, dass ich hier einen Team-Attack mache, weil der Mate mir einfach durchrennt. Ich weiß nicht, ob ich da einfach vorrushen würde, wenn vor mir ein Mate läuft, der halt gerade wirklich fokussiert um die Ecken lurkt und sowas, ne? Oh, das ist aber kein UMP, mein Freund. Another one. Da ist noch einer, der letzte, bitte tötet den! Nein! Go together, guys. Komm schon, das müssen sie machen. Das ist doch jetzt ein Scherz, wo war der? Ich bin durch, da war niemand gestanden. Wir sind alle drei verreckt durch diesen einen kleinen Luckboy. He said, just wait, you need to plant. Nein! Oh, Gottes Willen! Ich sag noch, wait, he needs to plant und hier, ich schieße trotzdem ab. GG, WP, guys! Edles Spiel. War wirklich ein edles Spiel. Guck mal da. Aha. Ein Lem. Der andere war wahrscheinlich DMG oder LE. Wir hatten eine einfache AK, die hatten eine Doppel-AK. Ja, ich glaube, wir waren. Also, wenn der andere bei denen auch ein Lem oder ein LE war, waren sie höher gerankt als wir, oder? Ach, keine Ahnung, bei dem Lem schon. War schon ziemlich nice. Ich würde sagen, hier kann man jetzt auf jeden Fall noch ein Loser-Graffiti gewinnen. Das kann man dann sprayen, wenn die anderen halt dick am Losen sind, um sie noch ein bisschen mehr zu triggern. Na, auf jeden Fall. Nicer, nicer. Um hier mitzuhasseln, schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr bei dem gestrigen Video, also bei dem Podcast, ob ihr da eure Meinung schon dazu gegeben habt, ob ihr da einen Kommentar geschrieben habt oder eben nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut ordentlich rein. Ciao, ciao.